So, herzlich willkommen Leute, zurück bei einer neuen Runde FIFA 16. Wieder dabei ist der Joshua. Hello. Und ja, ihr seht, Belgien gegen Ungarn, wir spielen Achtelfinale der EM. Also so oft wie gedacht kommen doch keine Videos, weil ich habe Bambusleitung, da dauert es so ein bisschen beim Hochladen. Aber... Also ab und zu kommt mal was. Guckt der Ecken. Ja. Bei uns läuft. Wie findest du die EM bis jetzt? Hast du viele Spiele geschaut? Nö. Nö. Ja, wirklich nicht. Tolle Flanke. Na gut. Ist eigentlich auch nicht so oft. Nur wenn es irgendwie um Köln ging oder so. Um was? Ums Grillen. Also Spiel schauen und dabei grillen. Ja, mit Essen kann man mich immer grillen. Ja, das klingt vernünftig. Ja. Findest du das Achtelfinale? Tor! Alles klar, wie findest du die Achtelfinale so? Die Partie? Spannend. Also sind ja echt gute Partien dabei hier. Ja, Spanien, Italien. Ja. Ganz große Klasse, das ist die Teamleistung. Ja. Also das ist die Partie hier auch. Ungarn gegen Belgien. Ungarn hat echt gut gespielt. Jetzt haben wir die erste Führung in diesem Spiel. In der Vorrunde. Belgien hat mich bis jetzt nicht so überzeugt. Der Ball kommt gut. Ja? Irgendwie. Belgien hat mich bis jetzt nicht so überzeugt. Da habe ich nicht so viel von gesehen, wenn ich ehrlich bin. Witzel. Aber die haben auch eine gute Mannschaft, also die können schon, wenn sie wollen. Ja, das stimmt schon. Das war jetzt scheiße. Findest du die Ehren so? Ja, wie gesagt, ich habe nie so viel gesehen. Ja, aber von den Fans hast du ja mitbekommen. Die Fans oder? Ist ja, die Fans sind top. Alter, was Im ist Gegensatz denn das? Zu deinem Torwart. Oh Mann, ich merke schon, das ist jetzt hart für dich. Es tut mir leid. Ich dachte nicht, dass das so easy wird. Ja, ich meine, du schießt halt einfach drauf, ne? Ja, dein Torwart denkt sich halt so, warum soll ich den halten? Nee. Den hast du ins Tor gestellt? Den besten mit 73. Ja, wer ist denn das? Warum hast du nicht den Kirali oder wie der heißt, mit seiner Jogginghose reingestellt? Der hat dir den gehalten. Ja, nur 69er. Okay. Gut, der hat auch mal reingehen können. Bitte? Obwohl er solche Dinge immer wieder eben. Wie findest du die Deutschen? Achso, hast du da die Spiele geschaut? Nee, gell? Du hast eigentlich gar nichts geschaut, ne? Doch, ich habe so ein bisschen mit reingeguckt. Also, Deutschland hat ja gezeigt, die können, wenn sie wollen, aber so Tore schießen war noch nicht so ganz. Aber der Torwart hat auch gut gehalten von Nordirland. Ja, ne? Ja, die Deutschen haben auch gut vorbeigeschossen, ne? Ja, aber... Trotzdem muss ich sagen, der Torwart von dem war echt stark. Da ist der Torwart da, gut gemacht. Ja, deine Spiele hat denn, ey? Gutes Spiel gemacht. Ja. So. Ja, was noch interessant ist, gibt die E3 war. Jo. Und jetzt haben sie geile Spiele vorgestellt. Xbox. Ja, genau, es kommt eine neue Xbox. Es kommt Forza Horizon 3. PlayStation. Ja, das ist ja interessant. Ja. Also ich fand Sony besser. Hast du die Pressekonferenzen geguckt? Nee, es gibt so Leute, also ich weiß, du kennst es nicht, aber wenn ja, man arbeitet, dann arbeiten. Steht man halt früh auf. Ja, ne? Ja. Aber ich meine, gut, du hast es halt mit einer Dose Bags abends geguckt, ne? War kein Thema für dich. Ich frag, du hockst ja eh den ganzen Tag mit zu Hause. Ich frag mich, warum du nicht die Videos schneidest und renderst. 3 Stunden. Ich kann dir das nicht. Oh, das war so schlecht. Ich weiß nicht, ich spiele immer so scheiße zusammen. Den Ball kann der Torwart aufnehmen. Der trifft nicht mal den Torwart, weißt du? Ja, echt so, wie will der Ball treffen? De Bruyne jetzt am Ball. Guck mal, Hazard ist einmal im Leben gelaufen. Kevin De Bruyne! Das darf ich mal sagen. Schala. Da kann er sich den Ball holen. Oh nein, das war eben nicht. War gut, ne?
gut geklärt, sonst wäre es gefährlich geworden. Ja, stimmt. Stieber. Ja, also okay. Ich bin echt mal gespannt, wie das neue Formel 1 wird. Das war eine gute Flanke nach vorne. Also, dass Forza Horizon 3 gut wird, das... Also, das ist schlecht, bezweifle ich, sagen wir so. Die haben bisher die Horizon-Reihe so gut gemacht. Eine tolle Leistung heute. Ja, ich hoffe einfach mal, dass es daran ankommt. Ja. Und damit rückt der Titel. Hat echt viel Spaß gemacht. Er ist heute richtig gut drauf. Das war für ihn. Ich habe letztes Mal wieder Horizon 2 gezockt. Hat echt Spaß gemacht. Vor allem, da spielen ja auch noch viele. Ja. Und dann nutzt er die Chance und macht das Tor doch noch. Bekommt er jetzt die Chance? Die Flanke kommt gut. Ja, das war eh abseits. Deshalb habe ich einen Flickschuss probiert. Aber der hat nicht mal seit Volz hier gemacht. Oder einen Flugkopfball. Da merkt man schon, die können was. Ich habe, glaube ich, einen Spieler mit 80. Ah ja, ja, also ich dachte jetzt ehrlich gesagt auch, dass das Spiel knapper wird. Das tut mir leid. Ja, ist halt... Sobald man irgendwie merkt, dass der Torwart vom Gegner schlecht ist, kann man eigentlich die ganze Zeit drauflunzen. Und dann einfach auf... Abstauber. Oder hoffen, dass der Abwehrspieler den Ball richtig dumm annimmt. Als ob das... Das ist lächerlich. Keine Frage, das ist ein Elfmeter. Aber das war ein Rot. Ja, genau. Strafstoß natürlich die richtige Entscheidung. Ja, natürlich. Wer kann so als Schwalbe sehen, aber... Der Ball geht daneben, ganz bitter. Simon, willst du keine Tore schießen? Das hab ich extra gemacht. Nee. Ja. Ja, ich fand den, ich wäre so behindert. Er will keine Tore schießen. Da geht er gut dazwischen. Carrasco. Letztens hab ich mich so drüber aufgeregt, da hat... Achtung, Geschichtsstunde. Also der Gegner hat Konter gelaufen. Und mein Spieler, ich habe LT gedrückt, mein Spieler hat einfach mit dem Rücken zum anderen Spieler verteidigt. Das fand ich geil. Versucht den Steilpass. Schiedsrichter entscheidet auf Freistoß. Okay. Ja, jetzt. Da kann man mal die Rot zeigen. Und jetzt muss der Spieler natürlich aufpassen. Man kann natürlich auch als Meter verwandeln, die man bekommt. Ja. Aber ich fand den Elfmeter echt lächerlich. Vor allem Elfmeter zu geben, dann hast du eine Karte bekommen. Nee. Den Zweikampf muss er jetzt annehmen. Ja, das ist das Lächerlichste. So. Jetzt kommt hier wieder so ein Spacken online. Ich muss mal die Benachrichtigung ausstellen. Ich hab das immer offline. Alles klar. ja. Götz hat mir vor der Aufnahme vielleicht noch sein Handy stumm schalten. Ob diese Partie wirklich nochmal spannend ist? Auch noch an, für den Moment halt steht es hier 3:0. Ja, oder gut. Anrufen. Oder dich geschweige denn anrufen. Ja. Mit dir zu sprechen ist ja richtig behindert. So, da sind wir wieder. Anpfiff zur zweiten Hälfte. Ich bin gespannt, ob sie weiterhin so dominant auftreten können. Joshua muss jetzt kurz telefonieren. Nun Hazard. Freistoß gibt's. Aber klare gelbe Karte. Eigentlich. So, mal gucken, ob er den verwandelt. Ich meine, bei meinem Torwart ist es ja gar nicht mal so schwer. De Bruyne, da ist er drin, ein tolles Tor. War gut, ne? Alles klar. Also ich habe gewusst, dass du auch den ersten Spieler spielst, aber dass du dann auf De Bruyne spielen kannst, der nicht im Abseits steht. Das war gut, ne? Ist schon geil. Ja, war schon gut gemacht, aber... Keine gute Leistung und sie liegen nun schon deutlich zurück. Eine einseitige Angelegenheit. Das drückt auch das Ergebnis aus. Irgendwie verliere ich auch nur, wenn wir aufnehmen. Also sonst immer auch, aber... Die erste Tor an ihr hoch. Gleich kommt die Ecke rein. Findest du lustig, ne? Ja, also ich muss sagen, die Teams sind unfairer als... Also ich dachte nicht, dass das so easy wird. Ich meine, vom Sturm her sind die eigentlich gar nicht mal so schlecht, ne? Aber halt die Abwehr ist so... Ja, und die Freunde denkt sich... Ungefähr bei 70. Ist halt schon nice. So ein rechts... links außen mit 69. Ja, Verteidiger. Ist schon gut. Kann man mal oder so ein Torwart, der einfach nicht zählt.
Ja, der hat schon zwei Sachen gehalten, oder? Also der stellt schon hin, ja. So, natürlich kein Problem. Erholt das ist auch das Problem bei solchen Teams, ich will da auch nie hochspielen. Irgendwie erstens, weil die den Ball scheiße annehmen, die sind so langsam, und zweitens, weil die den Ball so verspringen lassen, wahrscheinlich. Ja. Und er schießt, den hält er jetzt fest. Den Ball holt er sich vollkommen problemlos. Da passt er auf und geht dazwischen. Und jetzt hat er den Ball. Stimmt. Ich muss gerade echt. Stimmt, irgendwie. Ja. Ich habe mich gerade nicht konzentriert, sondern ich war gerade in Gedanken wegen Wechseln. Also, wie willst du? Ja, wie willst genau, du eigentlich raus? Du führst hier 0. Hey, ja und? Ich kann trotzdem wechseln. Du brauchst dich nicht, ja. Ajo. Ah, ich wechsel meinen Top. Ja, ich wollte eigentlich wechseln, aber jetzt habe ich seinen Tag, ich hab's schon gedrückt. Warum will ich eigentlich immer die schlechteren Mannschaften? Du hast gesagt, du willst Ungarn nehmen. Ja. Ich habe nicht gedacht, dass die so schlecht sind. Ich auch nicht, sonst hätte ich nicht gesagt, wir spielen das Spiel. Ich muss noch ein bisschen wechseln. Wechsel kann ich mir schon zum Beispiel nicht mehr. Ist der nicht Torwart von 1860 oder so? Wechsel? Oder wen meinst du? Nee, mein Torwart, der mit der Jogginghose. Der hat mal in der zweiten Bundesliga gespielt, wo der jetzt spielt, hab ich ehrlich gesagt keine Ahnung. Der hat mal. Witzig. Keine Ahnung, was du von mir wolltest. Ich habe jetzt gedacht, dass du den Namen meinst. Achso. Der hat mal. Da geht er ja runter und kann den Ball abwehren. Und nur ein Schuss. Ball ins Tor. Das ist halt geil, wie der Ball an drei Spielern von mir vorbeifliegt. Und schon ärgerlich, dass der Freistoß nicht direkt reingegangen ist. Ja, aber auch nicht ganz. Hast du gesehen, wie mein Spieler hochgesprungen ist? Mhm, war gut. Ja, war gut. Also es tut mir echt leid. Der Schuss war aber echt nicht so geil, ne? Also das nächste Mal willst du vielleicht bitte nicht das schwerere, das schwächere Team aus. Oh, das war der nächste Torschuss, den du bisher hattest. Alles klar, man muss doch mit dem Fuß hingehen! Dir ist kein Tor gegönnt. Den Ball bringt er gleich zum Gegner. Das dürfte ihm jetzt mal gut tun, denn die Leistung bisher war nicht wirklich gut. Glaubst du, die würden gegen eine Zweitligamannschaft gewinnen? Die Ungarn? Weiß ich nicht. Sehr gut gemacht, das ist der sich toll. Stimmt. Also kommt doch an welche Zweitligamannschaft, ne? Na gut. Ganz einfach an den Ball gekommen. Oh Gott. Hast du mal hier eine Chance? So. Ja, in der Mitte ist keiner. Doch, top. Mein Torwart. Jetzt bin ich gespannt, wie er die Ecke reinbringt. Komplett misslungene Ecke, der Flanke. Im zweiten aus und jetzt gibt's Einwurf. Das ist wieder ein geiles Spiel, ey. Ja, vor allem wir reden so viel. Ja, ich hab keinen Bock zu reden. Es ist wieder echt informativ. Ich konzentriere mich lieber. Worauf? Ja, was sagst damit du zu E3? Tor kassiert. Ja, ja, wie gesagt, also von dem, was ich mitbekommen habe, echt cool. Wurden coole Sachen vorgestellt. Ja, du hast eh nicht so viel mitbekommen. Oder? Ja, ich hab halt die Sachen danach durchgelesen. Was vorgestellt wurde. Zur Zeit ist auch die VidCon, ne? Kann gut sein. Ganz klar, das ja, mit Konflikt aber auch nicht so ja.
Oh. Wenn der rein, ey. Der zweitbeteiligte Schuss nach dem Pfostenschuss. Vielleicht machst du ja noch eins. Und jetzt weg, vielleicht nicht. Nee. So, Grieche, jetzt mal ein Abwehrspieler, dankeschön. Und man muss sagen, spannend war es nicht heute. Dazu doch, war sie voll zu spannend. Überlegen. Ich weiß nicht, was der Kommentator hat. Gut, Joshua. Der Ball ist war über gut geklärt. Ich liebe dieses Spiel. Ich merk's schon. Wir haben Vertongen jetzt. Ich bin jetzt dann. Da haben sie fast ein weiteres Tor erzielt. Knapp vorbei. Wollt mal dein Torwart testen. Alter. Mit deiner Jogginghose an, ja, der kann nur gut sein. Was ist deine Aussage zu der Jogginghose? Und Kevin De Bruyne. Hat er ja auch vollkommen recht. Geht er rein? Er versucht einfach, ja. Kein schlechtes Ding. Aber natürlich auch keine. Da kann man auch noch zwei, drei Dinger reinmachen. Obwohl er ja, komm, ey, halt's Maul. Ich meine, er geht nicht am Ball. Ich fand doch schon die Aufstellung so komisch. Die Nachspielzeit läuft, 4 Minuten sind angezeigt. Ja. Ballannahme. Da könnte man noch eins machen, ey. Gekonnt springt er über die Grätsche. Ich wollte schon gerade jetzt die Rot abholen. Der Ball kommt gut. Christian Benteke. Es ist nicht mehr lange zu spielen und sie also liegen vorne. Also ich muss echt sagen, Ungarn in FIFA so. Hat sich nicht so gut geschlagen. Das kann man so sagen, oder? Stieber. Vor allem, ich kenne von den Ungarn ungefähr keinen. Jetzt schießt er! Deine Versuche, die sind auch eher. Ich habe auch einfach nur draufgeschlagen, dass es einfach vorbei ist. Ja, guck. Gut, das war's. 5-0. Das Leiden ist zu Ende. Ja, nächstes kann man Mal machen. Spiel, das ist ein Match. Danke fürs Zuschauen, haut rein. Ciao.